Also das stimmt, die Unterscheidung zwischen Jesus im Koran und Jesus im Islam, Jesus in der islamischen Tradition, die ist sehr bedeutend und die wird oft vermischt. Aber hier ist es interessant, es gibt sozusagen aus dem koranischen Jesusbild oder aus den koranischen Jesusüberlieferungen gibt es Positionen, die sich dann besonders dazu eignen, dass sie ausgebaut werden und andere, die nicht ausgebaut werden. Zur Kreuzigung, zum 157. Vers der 4. Sure, findet man im Hadith meines Wissens nach keine Überlieferung. Während für die Funktion von Jesus im jüngsten Gericht, der Rückkehr von Jesus, sozusagen die Tatsache, dass Jesus wiederkommt, den Antichrist tötet, dafür finden wir ganz viele Überlieferungen, mehr als 70, glaube ich, im Hadith der Muslime. Der Hadith vom Ende der Zeiten hat seinen Platz im Korpus der kanonischen sunnitischen Hadithen und außerdem in den apokryphen Hadithen. Das beschränkt sich nicht auf irgendwelche marginalisierten Berichte, sondern kommt auch in der offiziellen Sammlung der Hadithen vor. Und zwar in unendlich vielen Varianten. Ein Beispiel. Der Prophet erzählt einen Traum. Heute Nacht träumte ich, dass ich bei der Kaaba war. Ich sah einen Mann mit hellbraunem Gesicht und wunderschönem Haar, wie es schöner nicht sein kann. Er hatte sich das Haar gekämmt und das Wasser tropfte von seinem Kopf herab. Der Messias wird immer als jemand beschrieben, der Wassertropfen auf dem Kopf hat. Er stützte seine Hände auf die Schultern zweier Männer und verrichtete einen Umlauf um die Kaaba. Dann fragen die Begleiter des Propheten, wer ist dieser Mann? Und er antwortet, es ist Jesus, der Sohn der Maria. Danach fährt er mit seiner Erzählung seines Traums fort. Ich habe einen Mann hinter ihm gesehen, einen einäugigen Mann. Und die Begleiter fragen, wer ist dieser Mann? Und er antwortet, das ist der Lügner, der Dajjal auf Arabisch. Es ist der Antichrist. Und danach kommt dann Christus, der Krieg der beiden Lager, zwischen dem Guten und dem Bösen. Und am Ende triumphiert Jesus, Jesus Christus, und mit ihm der Islam. In diesen Hadithen wird Christus systematisch mit dem Islam in Verbindung gebracht. Es heißt nicht, er sei Muslim, aber er ist der Verteidiger des Islam.